So, also Felix, wir kennen uns ja von eigentlich über die Alina Löb. Genau. Die dich ja in Köln witzigerweise beim Pitbull, ja, was war das überhaupt? So Burgeressen. Gastro-Treffen, ja. Gastro-Treffen auf der Straße mitgebracht hat. Genau. Ja, da hatte ich dich überhaupt noch nicht zugeordnet, bis ich dann aber die Maike Knights in Hamburg getroffen habe, die dann gesagt hat: Oh, wenn du in Köln und im Rheinland unterwegs bist, dann musst du eigentlich den Felix treffen, der bei Die Höhle der Löwen unterwegs ist. Genau. Ja, wie läuft's bei Die Höhle der Löwen? Cool. Also macht super Spaß. Unsere Aufgabe ist ja so ein bisschen, die Teilnehmer für die Sendung fit zu machen. So ein bisschen mit denen deren Geschäftskonzept durchzugehen, die Businesspläne zu sichten, aber halt auch so ein kleines Mini-Präsentationstraining zu machen und so, dass die sich bestmöglich vor der Kamera sozusagen präsentieren können. Aber es läuft ganz cool. Wir haben jetzt vierte Staffel abgedreht und ja, ich glaube, die Einschaltquoten sprechen dann auch für sich. Also das ist, glaube ich, ganz schön auch insgesamt für Deutschland, dass wir überhaupt so eine Gründersendung so massiv jetzt mit Millionen Zuschauern auch im Fernsehen haben. Ja, ist auf jeden Fall die Wahrnehmung so, dass das sogar in meinem Freundeskreis, die ja sonst wirtschaftlich eher nicht so unterwegs sind, dass das bei denen ankommt und sagt, dass sie so sagen, was passiert denn da alles? Kennst du ein paar Startups? Wer ist denn da so unterwegs? Du wirst ja bestimmt oft gefragt, gib mir doch mal einen Blick hinter die Kulissen, wer kommt denn da als nächstes dran? Immer. Also wenn ich Vortragsanfragen habe, ist das meistens so das allererste. Da ist immer die allererste Frage, könnten Sie mal so einen Blick hinter die Kulissen? Und dann frage ich immer so, ja, so, ich kann ja gerne kommen, soll ich dann alle Geheimnisse verraten und so? Und dann sage ich immer, ja, das wäre toll. Und dann sage ich, leider geht das aber nicht. No way. Ja. Aber das ist natürlich immer auch schon eine ganz gute Sache. Und natürlich auch für Veranstalter immer eine super Sache, weil die dann immer sagen, okay, da kommt einer von der Höhle der Löwen. Und wie du eben gesagt hast, das interessiert eben nicht nur Leute, die irgendwie mit Investments oder Startups zu tun haben, sondern das guckt auch meine Mutter und das guckt auch meine Oma, weil die es einfach total interessant finden zu sehen, was die Leute für Ideen haben und Ideen entwickeln. Ja, und so nach und nach verstehen die eigentlich auch, was passiert eigentlich in dieser neuen Gründerwelt? Ne? Ja, total. Also ich meine, du hast da ja Leute, die irgendwie ein blaues Bier machen. Dann hast du irgendjemanden, die machen eine Popcornmaschine. Dann hast du wieder jemanden, die haben irgendwie gesunden Reis entwickelt. Also du hast total unterschiedliche Sachen, total unterschiedliche Produkte, Dienstleistungen, Produkte, B2B, B2C. Und ich glaube, das macht halt auch so ein bisschen den Reiz aus, dass auch für jeden immer was dabei ist. Ne? Dann siehst du mal einen und denkst, oh, nettes Produkt. Dann hast du einen, wo du denkst, boah, coole Idee. Ja. Ja. Ja, schön. Kann man, glaube ich, ganz gut mitfiebern. Ja. Und ich habe auf deiner Homepage gesehen, eigentlich bist du ja Berater, Coach, du hältst Vorträge, hast du gerade eben im Vorfeld schon gesagt, du kommst gerade Freitag von einem interessanten Vortrag. Ja. Wie läuft es da? Ja, ich muss ehrlich sagen, wer ist heutzutage nicht mal Berater und Coach? Ne? Also ich muss ja ehrlich sagen, ich mag den Begriff ja nicht so gerne. Ne? Also deswegen immer, wenn meine Mutter mich irgendwo vorgestellt hat, früher, als ich noch klein war, hat sie immer gesagt, ja, der Felix, der ist Unternehmensberater. Dann habe ich gesagt, ja, und wie 800 Milliarden andere Menschen auch. Und mittlerweile ist es ja so, jetzt ist der Felix Coach. Und wer ist heutzutage kein Coach? Wir haben halt einen unheimlich starken Schwerpunkt schon, aber seit Anfang an, also seit 12 Jahren, ist bei uns immer der Schwerpunkt gewesen, Gründung, Start-up, Unternehmertum, wie man heute vielleicht sagen würde. Und das ist so die Richtung, in die das immer gegangen ist. Und dann vor ein paar Jahren ist halt extrem stark noch sozusagen dieses Speaker- und Vortragsthema dazugekommen. Also Vorträge zu halten zu Themen aus dem Startup-Bereich, aber auch aus dem Bereich Digitalisierung, Unternehmertum. Weil das ist natürlich das Schöne an Startups, die bringen halt immer diese ganzen innovativen Themen mit. Das heißt, wir haben halt relativ früh immer mit Themen zu tun, die vielleicht sonst in der klassischen Industrie erst 2-3 Jahre später aufpoppen. Und das ist natürlich immer ganz nett, deswegen bin ich halt persönlich auch relativ viel auf Veranstaltungen unterwegs. Nicht mehr so wie früher, da hat man so klassisch 8 Stunden im Büro gesessen. Jetzt bin ich froh, wenn ich 8 Stunden die Woche schaffe, ähnlich wie das bei dir vielleicht auch ist. Und halt relativ viel unterwegs und halt auf vielen Veranstaltungen. Aber es ist natürlich auch immer super, weil man dann so als sein eigener Multiplikator halt so ein bisschen auftreten kann. Ja, aber klingt ja schon so ein bisschen durch, war es eigentlich ein Unternehmen im Hintergrund, das dir zuarbeitet? Ne? Genau, genau. Also ich habe meine Mitarbeiter, wir machen klassisch bei uns natürlich Beratung für Startups, Unterstützung für Startups, aber meine Mitarbeiter übernehmen auch das, was wir so im Bereich Investments machen. Also wir haben eine eigene Beteiligungsgesellschaft, wo wir uns an diversen Startups beteiligen. Liest man ja auch hier ja, unter. Mhm. Ja, das ist, also das ist natürlich was super Spaß macht, was toll ist, wenn man weiß, man hat da Leute, auf die man sich verlassen kann, die das jetzt machen, gerade in der Zeit, wo ich hier mit dir sitze und nicht irgendwo in der Sonne liegen, hoffentlich. Aber von daher macht das natürlich immer super Spaß. Und sonst wird es auch nicht funktionieren, weil du hast natürlich auch gerade, wenn du so Vorträge hast, jetzt am Wochenende, da waren über 1000 Leute, dann hast du einen Vortrag,
da bist du auch froh, wenn du ein Team hast, weil es ist jetzt so Montagmorgen, dann kriegst du bei Xing irgendwelche Nachrichten, bei LinkedIn irgendwelche Nachrichten, du kriegst irgendwelche E-Mails, ja, hab sie da gesehen, könnten sie da auch einen Vortrag halten, könnten sie das machen, ich habe übrigens eine Idee und so weiter. Wenn ich das alles selber abackern würde, dann sitze ich da, glaube ich, bis heute Abend dran, dann ist der Tag vorbei und morgen kommen die nächsten E-Mails. Mhm. Das ist natürlich super, wenn man ein Team hat, die genau wissen, okay, das könnte was für uns sein, das könnte interessant sein oder halt auch Anfragen bearbeiten. Dafür ist es cool. Aber hallo@felixtönnissen.de kommt auch schon auf deinem Handy an, ja? Hallo, ja, kommt auch auf meinem Handy an. Ich bin aber so ein bisschen hinterhergerissen im Zuge der Digitalisierung, weil ich stehe dann vorne auf der Bühne und erzähle selber was zur Digitalisierung. Manchmal würde ich mir wünschen, dass aber auf meinem Handy gar nichts ankommt, weil du kennst das sicher auch. Die Zahl der E-Mails wird irgendwie nicht weniger. Von daher habe ich mir jetzt schon das ganz neu eingerichtet, dass ich nicht mehr benachrichtigt werde, wenn ich eine E-Mail habe, schon dann selber reingehen muss, weil sonst habe ich das Gefühl, ich gucke jede Minute da drauf und da ist dann eine 1, eine 2, eine 3, eine 4 und so ist das mal ganz gut, dann habe ich das Gefühl, es wäre gar nichts angekommen. So handhabe ich das bei WhatsApp. Ja, ja, das ist ja noch schlimmer. Also das versuche ich nach Möglichkeit nur alle 3 Tage anzumachen, ja, und dann in einer Stunde diese Flut abzuarbeiten. Ja, und ja. Also ich bin umgestiegen auf SMS. Ja. Und ich werde dann nochmal aufgeschrieben. SMS. Also iMessage, SMS. Auf die, ja, auf die SMS, die ist, also die alte SMS, die ist vorher schon, ja? Und ich werde dauernd angesprochen, Uli, warum schreibst du mir dauernd SMS? Sag ich, ja, ja, weil das ist irgendwie nochmal ein gesonderter Kanal inzwischen. Ja. Das ist ja gar nicht mehr der Hauptkanal. Nee, ja, jetzt ist schon was Besonderes. Jetzt ist wieder was Besonderes, ja. Ja, aber das ist ja auch das, wenn ich, ich habe viele Unternehmer, die dann immer sagen, ja, jetzt ist ja so WhatsApp das Maß aller Dinge und wird erstmal die nächsten Jahre so bleiben. Aber wenn wir uns das mal angucken, wenn man mal so die eigene Entwicklung, die ersten Portale, die es gab, wo man dann irgendwie bei SchülerVZ, StudienVZ oder MeinVZ angemeldet war, dann ICQ und MSN und dann kamen die SMS und Facebook. Ich glaube, ich schreibe mir niemanden mehr direkte Nachrichten über Facebook. Genau, AOL. Und nach WhatsApp kommt ja natürlich auch nochmal irgendwann was anderes. Aber die Schwierigkeit besteht ja meistens darin, jetzt zu wissen, was ist denn das Nächste? Dann sagen jetzt Leute, ja, das ist jetzt so Instagram. Ich merke, dass mir zunehmend auch viele Leute bei Instagram Nachrichten schreiben. Aber das Interessante ist ja immer so bei Trends und Innovationen, versuchen rauszufinden, was die nächsten Sachen sind oder halt daran mitzuwirken, diese nächsten Sachen direkt zu kreieren. Ne? Ich könnte mir vorstellen, dass das eine häufige Frage ist, die du gestellt bekommst. Du bist auch so nah dran, du bekommst ja so viel mit. Ja. Was ist das Nächste? Ja, ja, genau. Also so wie, als hätte ich so den geheimen Aktientipp und würde jemandem sagen, investieren Sie jetzt unbedingt in Bitcoins und derjenige ist dann reich und ruft ein Jahr später an. Nee, aber ansonsten stimmt das natürlich. Also es geht halt ganz häufig darum, okay, was sind nächste tolle Dinge? Oder bei uns ist es natürlich auch oft so, dass wir Startups in einer ganz, ganz frühen Phase kennenlernen. Also noch in der Phase, in dieser Pre-Seed-Phase, in der die noch in der Ideenfindung sind, wo es natürlich auch für einen Investor... Oder Teamgründung. Genau, wo es für einen Investor zwar risikoreicher ist, aber natürlich auch sehr interessant sein kann, weil ich natürlich auch teilweise zu Konditionen einsteigen kann, die ich vielleicht später nach einem Jahr, nachdem die ein Rollout hatten, ein Proof of Concept hatten, einfach nicht mehr reinkommen kann. Das ist für uns natürlich immer ganz interessant, darum machen wir halt auch manche Investments dann auch mit anderen Business Angels mal zusammen, weil wir da einen ganz guten Marktzugang einfach haben, dass wenn da mal eine neue Idee in Berlin aufpoppt, da poppt mal was in Stuttgart auf oder da in Hamburg, dann ist es schon relativ häufig so, dass die halt auch bei uns so gedanklich irgendwo aufschlagen durch einen unserer Kanäle. Ja, ja. Und das führt dann zu Felix Tönnissen, der Investor. Ja? Das führt dann zu Felix Tönnissen, der Investor, der wie alle Investoren natürlich nicht immer nur erfolgreich ist, sondern ich muss ehrlich zu meiner Schande gestehen, ich habe letzte Woche meinen allerersten Insolvenzantrag unterschrieben, also nicht den eigenen, Gott sei Dank, sondern den für als Gesellschafter einer Gesellschaft, wo der Geschäftsführer nicht mehr in Deutschland weilt. Und dann die Gesellschafter eben den Insolvenzantrag stellen müssen. Das ist natürlich auch mal so für mich auch eine komplett neue Erfahrung, die ich bisher nicht gemacht habe, wo man nicht auf seinem Höhenflug der eigenen Erfolge, aber wo man schon merkt, okay, das hat funktioniert, das hat gut geklappt. Und jetzt auf einmal mal, na gut, also man kann selbst mit der Erfahrung von 12 Jahren Startups, selbst mit der Erfahrung Höhle der Löwen und Bücher dazu geschrieben, natürlich auch Investments tätigen, die nicht klappen. Und das ist jetzt in dem Fall halt einfach auch mal der Weg gewesen. Aber ich hoffe, dass die anderen... erfolgreich. Ja, ich wünsche dir auch, dass du jetzt nicht so viele Scheitergeschichten dazu bekommst. Wäre auch schade. Was uns ja im Rotonda Business Club immer interessiert, wenn wir schon so jemanden haben wie dich, der so gut unterwegs ist, der fachlich kompetent ist und uns als Beirat unterstützt, mal so einen Blick hinter den privaten Felix. Ja. Ich habe eben gewitzelt, ich habe bei dir bei Instagram ein Babyfoto gesehen, du hast gar kein Kind. Nee.
wo bist du unterwegs, wo bist du beheimatet, du, genau. bist du mit Leib und Seele Düsseldorfer, wie sieht das aus? Ja. Ursprünglich geboren, 10 Kilometer von der niederländischen Grenze, in einem kleinen Dorf mit ein bisschen mehr als 8000 Einwohner. Also eher so ein Dorfjunge, immer im Wald gespielt, früher als Kind bei den Pfadfindern gewesen, also sehr, sehr regional beheimatet, immer auf irgendwelchen Bauernhöfen, auf Bäume geklettert und keine Ahnung was. Irgendwann hat es mich dann mal für meine damalige Liebe nach Düsseldorf verschlagen. Ich habe aber weiterhin immer in meiner Heimatstadt mein kleines Büro gehabt, war da halt selbstständig, weil gerade ne, die nächstgrößere Stadt waren 80.000 Einwohner. Irgendwann war man einfach so exzellent verknüpft oder vernetzt, dass man einfach jeden kannte von der Stadt über die IHK, über die Handwerkskammer, über alle regionalen Geschäftsführer und so weiter. Da ist das natürlich auch ein großer Schritt, dann zu sagen, so, ich gehe jetzt mal hier weg. Ne? Weil diese Vernetzung gibt man zwar nicht komplett auf, aber man kann sie natürlich nicht mehr so verfolgen, wie man das früher gemacht hat. Genau, und dann bin ich halt damals halt nach Düsseldorf gegangen. Studiert habe ich mal in den Niederlanden und in England und habe mich relativ schnell nach dem Studium auch selbstständig gemacht. Habe 2 Jahre hier in Düsseldorf gearbeitet, habe mich dann nochmal für den Weg in die Selbstständigkeit entschieden, weil für mich immer klar war, okay, ich will mir was Eigenes aufbauen. Ich hatte immer so den Drang, ich war glaube ich auch am Anfang nicht so der Teamplayer, sondern ich brauchte so meine eigene kleine Diktatur, die ich jetzt hoffentlich nicht mehr so habe, aber ganz am Anfang sicher so ein bisschen aufbauen. Also müssen wir auch eine Mitarbeiterbefragung machen. Ja, bitte, auf keinen Fall. Und ansonsten wohne ich jetzt in Düsseldorf. Wenn man jetzt sagt, alleine, klingt das immer so traurig. Wohne glücklich alleine in Düsseldorf. Wenn ich Zeit habe, super gerne Sport. Das ist ja der Vorteil an Düsseldorf und Köln, dass wir so schnell am Rhein sind und mal ein Ründchen laufen können. Das machst du ja, glaube ich, sogar noch ein bisschen aktiver als ich. Im Moment zumindest, ja. Ja. Und von daher ist das was ich total gerne mache. Ansonsten, wenn man das mit Mitte, Ende 30 sagen darf, leider weder verheiratet noch keine Kinder. Aber vielleicht kommt das ja noch. Ne? Ihr seid ja so spezialisiert auf Vernetzung. Aber das ist so das, was mich, glaube ich, so ein bisschen privat auszeichnet. Ansonsten habe ich natürlich auch privat beschäftigt mich total gerne mit neuen Ideen, mit Sachen, die irgendwie auf den Markt kommen. Ich teste super gerne beim Kochen diese ganzen Startup-Produkte, die ich irgendwie kennenlerne und die ganzen Startups, die ich irgendwie kenne. Von daher muss ist das man natürlich, ja auch machen, oder? Ja, genau, muss man das halt machen. Ich glaube auch, dass ich in Düsseldorf eigentlich fast jedes Restaurant schon durch habe. Wenn ich demnächst anrufe. Ja, immer kann ich dir, glaube ich, viele Sachen erzählen. Ja. Bist du denn tatsächlich so viel zu Hause? Ich glaube, man ist, glaube ich, oder viele Unternehmer würden sagen, wenn sie gerne mehr zu Hause wären. Ich habe Gott sei Dank wirklich das Glück mittlerweile, dass ich so ein tolles Team habe, dass ich relativ selten im Büro sein muss, mir auch mal ab und an so einen Luxus gönnen kann und sagen kann, so, ich bin jetzt heute mal einen halben Tag zu Hause. Mein Büro ist auch nur 8 Minuten von zu Hause entfernt, weil ich natürlich auch relativ viel schreibe, viele Kolumnen schreibe für verschiedene Magazine. Mhm. Und da natürlich auch immer mal froh bin, wenn ich auf dem Balkon sitze, mir die Kopfhörer anziehen kann und ein bisschen tippe. Auch wenn ich mir zum Beispiel Konzepte von Startups anschaue, dann mache ich das ganz gerne so in so einer etwas intimeren Atmosphäre und mit ein bisschen weniger Halligalli, weil das Halligalli habe ich natürlich immer viel auf Veranstaltungen. Von daher bin ich froh, wenn ich mir selber da so ein bisschen so einen Ausgleich mache. Ich fahre alle 2-3 Wochen nach Holland übers Wochenende, meistens zum Schreiben. Oder zum Surfen, oder was war das auch mit dem Neoprenanzug? Ja, auch mal zum Surfen, das war in Afrika, aber auch sonst mal zum Surfen und genau, und ansonsten ist das natürlich immer ganz toll, weil man dann so ein bisschen rauskommt, auch nochmal für sein eigenes Mindset sich so ein bisschen freispielen kann und so einen ganz guten Eindruck bekommt, was sonst so in der Welt passiert. Ne? Ja. Welche Rolle spielt das Thema Mode in deinem Leben? Überraschende Frage. ich meine, ich könnte jetzt blöd antworten mit, wenn man in der Modestadt Düsseldorf wohnt, aber das lasse ich jetzt mal weg. Ich glaube schon eine große. Also ich finde es schon toll, mir irgendwie schöne Sachen zu kaufen, schöne Kleidung zu kaufen und ein tolles Sakko. Ich glaube, ich habe eine Menge Sakkos und auch wenn ich jetzt keine habe, knappe 50. Oh, das sind viele. Ja, würde ich schon so sagen. Also von denen, die man noch anziehen kann. Ne? Da sind sicher auch im Keller noch ein paar, die eher noch so einen Schnitt der 60er haben. Nee, würde irgendwann alles wieder hin. Ja, deswegen hängen sie im Keller. Ne? Irgendwann hole ich sie wieder hoch. Nee, aber das ist halt sowas. Also ich bin da jetzt nicht völlig durchgedreht und laufe hier jeden Tag über die Königsallee und gehe mir dann mal Prada ein neues Jackett kaufen. Das überhaupt nicht. Aber ich finde es schon schön. Und ich muss auch ehrlich sagen, das ist natürlich was, wenn man sich mit Mitte 20 selbstständig macht, glaube ich, auch so ein bisschen so ein kleines Statement, was ich für mich persönlich total gebraucht habe. Weil wenn du als 25-Jähriger irgendwo bei einem 50-jährigen Geschäftsführer sitzt und dem irgendwie was über Marketing erzählst,
dann versuchst du natürlich bewusst sehr professionell aufzutreten. Und das überträgt man ja häufig dann auch auf seine Kleidung. Mhm. Das heißt, ich glaube, die ersten Termine, die ich hatte, war ich immer ultra klassisch mit Krawatte, mit Krawattennadel, mit Einstecktuch, mit vollem Programm, weil ich gemerkt habe, dass mir das eine gewisse Sicherheit gegeben hat. Jetzt ist es mittlerweile so, dass ich das glaube, dass ich das nicht mehr brauche. Da bin ich jetzt eher wieder so rückläufig. Aber das war sowas. Erfahren. Ja. Oder erfahren. Das hört sich viel schöner an. Aber das war natürlich sowas, was dann halt extrem viel ausgemacht hat. Ich komme drauf, weil bei unserem letzten Gespräch hatten wir ganz kurz über Little Butler gesprochen. Ach ja. Oh, jetzt fährst du auch alles auf. Ja, gibt es das noch? Ja, also ich sag mal, ja, es gibt es noch. Es läuft sogar sehr gut. Also ist eine Beteiligung von dir oder ein eigenes Unternehmen, eigene Geschichte, ja. Wo du Hosenträger produzierst, Fliegen, Krawatten. Ja. Ja. Also ich sag mal, bei jemandem wie ich, meine Oma hat immer früher gesagt, bei so einer Hibblefoot, ist das so, dass man nicht drumherum kommt, auch mal eigene Sachen zu machen. Mhm. Weil ich habe natürlich auch oft eigene Ideen, natürlich manchmal auch inspiriert, aber mir dann auch immer selber so vorstelle, okay, was könnte man noch machen? Was kann ich noch aufbauen? Welche Dinge könnte man noch machen? Und das führt dann natürlich immer mal dazu, dass ich da mal ein Unternehmen gründe, da mal, also ich habe schon wirklich aus im kosmetischen Bereich Produkte gegründet, im Dienstleistungsbereich hat man eine Zeit lang, 3 Jahre lang darf man keinem erzählen, Horoskope verkauft über ein Online-Portal. als Nicht-Astrologe, ne? Sondern mit unternehmerischem Hintergrund. Es gibt Leute, die bilden eine Tech-Firma und die können nicht coden. Ja. Es funktioniert alles. Ja. Ja. Also von daher ist das war eins der vermeintlich neueren Projekte und genau. Und das war natürlich auch immer so, ich habe als Kind immer Hosenträger getragen. Ich habe auf meinen Vorträgen, ich habe heute keine an, leider. Ich habe auf meinen Vorträgen, ein bisschen enttäuscht. Ja, auf meinen Vorträgen immer Hosenträger an. Und das ist so ein bisschen so mein Markenzeichen, diese Hosenträger. Und von daher bin ich halt irgendwann hingegangen und habe gesagt, komm mal, wenn du hier als Markenzeichen Hosenträger hast, dann musst du auch Hosenträger verkaufen. Und dann habe ich halt angefangen, Hosenträger zu machen. Macht Sinn. Ja, total abstrus eigentlich, aber es läuft. Es ist jetzt sicher kein Millionenbusiness. Dafür tragen zu wenige Leute Hosenträger. Also jeder bitte ab jetzt wieder Hosenträger tragen. Aber ich kaufe mir welche. Vielleicht kommt das alles bald wieder. Ja, genau. Da habe ich ein interessantes Startup kennengelernt, um das noch kurz zu erwähnen. Den Tim von Gentleman's Agreement aus Hamburg, die selber so eine Art Startup-Paket für Menschen verkaufen, die sich wieder mit diesem Thema Kleidung identifizieren wollen. Ja. Und da war so das Gesprächsthema, so die junge Generation, die Vorbilder hat wie Steve Jobs oder Mark Zuckerberg, die immer gleich auftreten, immer den gleichen Pulli, die gleiche Hose vermeintlich anhaben, ja, und immer das gleiche Erscheinungsbild, dass das so wieder ein bisschen rückläufig ist im Thema New Work, New Business, Generation X, Y, Z. Und dass es da jetzt gerade so eine Bewegung gibt bei den jungen Leuten, sich wieder vernünftig anzuziehen. Ja. Vielleicht ist das ja auch ein Thema für dich. Total. Also wäre ja auch schön, würde mich ja auch total freuen. Und es gibt so viele schöne Sachen wie Fliegen zum Beispiel, die einfach irgendwie viel zu selten getragen werden, weil natürlich die Krawatte als Platzhirsch da ihren Platz schon erobert hat. Aber von daher, klar, kann man das eigentlich nur unterstützen, dass Leute sich zunehmend dann halt auch mit so einer Thematik auseinandersetzen. Und ich merke das immer mehr, dass auch so Startups, die ich bei mir hatte, wo man vor ein paar Jahren noch gesagt hat, naja, die haben eher immer so locker cool im T-Shirt da gesessen. Das Startup gibt es halt immer noch und ist auch noch da. Aber es gibt natürlich auch den einen oder anderen, wo man jetzt so merkt, okay, der ist so ein bisschen auf die Businesswelt angewiesen oder der geht halt eher auf so Veranstaltungen. Jetzt kann er sagen, ich gehe da mit dem T-Shirt hin, weil ich bin so, wie ich bin. Aber an der einen oder anderen Stelle kann es halt im Business auch mal ganz geschickt sein, sich so ein bisschen diesen Regulatorien zu unterwerfen, um nicht nur aufzufallen, sondern zumindest halt auch Teil dieser großen Gruppe zu werden. Ja. Also wir haben ja im Business Club, ich sage jetzt mal, jede Sparte irgendwie vertreten. Es gibt eben die sagen, hey, ich bin eigentlich Coder. Ja. Ich laufe so rum wie Mark Zuckerberg und Steve Jobs, und es gibt eben auch die old-fashioned Guys, die in der vollen Montur kommen, die auch bei Instagram mal Gentleman's Bilder posten, unter Umständen sogar mit dem Gehstock, wann hat man das letzte Mal gesehen? Ja. Ja, aber es ist spannend. Ja, das ist cool. So, aber bei allem, was du machst, Felix, was ist das, wenn man es mal zusammenfasst, das eine, wofür man den Felix anrufen sollte, wenn es ums Geschäft geht? Also man sollte den Felix dann anrufen, wenn es um das Thema
Marketing geht, mhm, und im Speziellen um das Thema auch Ideen. Also wenn man darüber nachdenkt, man hat eine bestimmte Idee, egal ob das jetzt als Startup ist oder als Unternehmer ist. Ich glaube, was ich ganz gut kann, ist dabei zu helfen, Ideen weiterzuentwickeln, die vielleicht erstmal rudimentär sind, und aber auch Ideen ein Stück weit zu bewerten oder auf das nächste Level zu bringen. Weil das ist das, was wir so in unserem tagtäglichen Geschäft jetzt seit vielen, vielen Jahren machen. Dass jemand mit einer klassischen Idee kommt, vielleicht sagt, so, ich habe die Idee, diese Stifte in irgendeiner Form noch weiterzuentwickeln mit integriertem Laserpointer, mit integrierter Wasserdusche und Ventilator oder keine Ahnung was. Mhm. Macht das Sinn? Ist das Quatsch? Wenn ja, aber, und dann geht es halt auch bei uns häufig weiter, wie setze ich das jetzt um? Wie gehe ich da vor? Was ist da der nächste Schritt? Also ich glaube, gerade so in dieser totalen Frühphase haben wir eine extrem große Stärke, und von daher jeder, der eine Idee hat oder ein neues Geschäftsmodell entwickeln will oder eine Innovation in das Unternehmen implementieren will oder sich mit dem Thema Disruption auseinandersetzt, ich glaube, der ist bei uns ganz gut aufgehoben, weil das ist halt schon so ein Punkt, den wir ganz gut beackern können. Ist das auch der Grund, warum du deinen Masterkurs neuerdings auf deiner Homepage und über Facebook promotest, ja, und den kostenlos zur Verfügung stellst? Ja. Also wir haben im letzten Jahr im Rahmen dieser Digitalisierung, auch die Beratung digitalisiert sich ja zunehmend, überlegt, einen Masterkurs auf den Markt zu bringen, der im Endeffekt als Zielgruppe Unternehmer und Startups hat, mhm, aus 7 Lektionen besteht und irgendwie 5 oder 6 Stunden lang ist. Also im Prinzip klassisches Videomaterial, ich stehe vor einer Wand und erzähle im Prinzip, okay, wie entwickelst du eine Idee, wie machst du das Marketing, wie kannst du den Markt analysieren und so weiter und so weiter. Und den haben wir erst im letzten Jahr als Produkt gelauncht und sind hingegangen und haben gesagt, okay, wir verkaufen den. Vielleicht für diejenigen, die zu weit weg wohnen, die sagen, ich kann nicht bis nach Düsseldorf kommen, oder diejenigen sagen, ah, jetzt eine persönliche Beratung ist mir zu teuer, ich kaufe mir lieber diesen Kurs, haben den eine Zeit lang dann vertrieben zusammen mit den 2 Büchern, die ich geschrieben habe, und haben so ein rundes Package gemacht, das hat auch gut funktioniert. Aber irgendwann haben wir selber gesagt, okay, das Schöne ist ja, wenn du, das ist ja immer so ein bisschen das Risiko, richtigen Mehrwert rausgeben kannst. Also wenn du jemandem sagen kannst, so, pass mal auf, du möchtest gerne wissen, ob ich gut bin oder nicht. Du möchtest gerne wissen, wie ich vor der Kamera bin, oder du möchtest gerne wissen, ob der Typ überhaupt Ahnung hat. Und dann kriegst du hier von uns 7 Stunden Material, einen komplett durchkonzipierten Kurs, das war schon ein bisschen Arbeit, das zu produzieren, komplett umsonst, inklusive aller Inhalte, inklusive aller Sachen. Und haben für uns die Entscheidung getroffen, dass wir alle Inhalte, die wir zur Verfügung stellen können, dazu gehören noch 4 E-Books mit zusammen 120 Seiten, Kalkulationsvorlagen, Businessplanvorlagen und so weiter, dass wir es als quasi verschenken. Mhm. Und rausgeben. Der Wohltäter. Felix der Wohltäter, natürlich wird jeder Unternehmer, der sich das anschaut, jetzt denken, ah, schlaues Bürschchen. Aber der Hintergrund ist natürlich, klar, dient das auch unserer Reputation, aber es ist einfach eine unheimlich tolle Sache, hinzugehen und zu sagen, hey, hier bekommst du ganz viel Input, hier bekommst du ganz viel Hilfe, schau dir das alles an. Und viele Leute, die sich das dann anschauen, kommen danach zu mir und sagen, ich habe hier deinen ganzen Kurs durchlaufen, ich habe mir alle Videos angeguckt und jetzt würde ich gerne persönlich mit dir beraten. Mhm. Das ist das, was es nachher braucht, das persönliche Gespräch. Genau. Deswegen, natürlich ist es immer so ein Abwägen, wie viel Content gebe ich vorher raus. Ich habe auch viele Unternehmer, die immer sagen, oh, wie können Sie so viele Informationen verschenken? Und da hatte ich einen Unternehmer, der gesagt hat, das hat einen Wert von 10.000 Euro, das können Sie doch nicht einfach verschenken. Jetzt kann ich blöd antworten. Klar, wenn ich es will, kann ich es natürlich, solange es nicht mein eigenes Geschäftsmodell kannibalisiert. Aber für uns ist das, glaube ich, eine ganz gute Sache, weil natürlich auch für uns so digitale Geschäftsmodelle und YouTube und so weiter eine unheimlich große Rolle spielen. Ich sehe, dass unsere Abonnenten dadurch sehr stark wachsen, dass die Views auf den Videos sehr stark wachsen und man so das ganze Ding halt so ein bisschen promoten kann. Also deine digitale Community, die wächst. Genau, ja. Welche Rolle spielt dann noch dein analoges Netzwerk? Also du bist digital unterwegs, du verschenkst digital Dinge, ja. Du machst viele Sachen, also wenn man deinen Namen googelt, dann findet man dich nicht nur bei Die Höhle der Löwen, sondern man findet dich auch bei Instagram, bei Facebook. Ja. Du hast eine eigene ganz tolle Homepage mit vielen Inhalten. Ja. Du bist aber gar nicht so viel im Büro, sondern du bist auch Speaker, du kommst viel rum, du hast viel mit Menschen zu tun. Wie hat da das analoge Netzwerk für dich, wie ist das für dich von Bedeutung? Ich habe zunehmend das Gefühl, dass es immer bedeutsamer eigentlich wird. Das ist so ähnlich wie das, was du gerade eben mit der SMS erzählt hast. Ich habe so das Gefühl, wenn man sich die Mühe macht oder die Arbeit macht,
mit, wenn man das jetzt mal so ausdrückt, mit Leuten auch wieder analog zu kommunizieren und sich mit Leuten analog auszutauschen, dann ist das auch ein Teil der Wertschätzung im Zuge von E-Mail, Telefon oder keine Ahnung was. Von daher bin ich super gerne halt auch auf tollen Veranstaltungen, tausche mich sehr gerne mit Leuten aus, weil ich glaube, dass dieser persönliche Kontakt, den ich zu jemandem haben kann, wie zum Beispiel auf den Veranstaltungen vom Rotonda Business Club, dass ich einfach da das Gefühl habe, in direkten Kontakt zu den Leuten zu treten. Ich kann viel mehr erfassen in einem Gespräch über Gestik, über Mimik, was für jemanden für mich, wie für mich aus dem Marketing extrem wichtig ist. Ich kann viel eher einschätzen, ob jemand als Kooperationspartner eventuell passt oder nicht passt, ob eine Kundendienstleisterbeziehung passen würde oder nicht. Und halt auch das Kennenlernen von neuen Leuten finde ich natürlich in so einem Umfeld immer wesentlich einfacher, als jetzt klassisch über Facebook oder sei es über Xing oder LinkedIn oder was auch immer. Finde ich, ist das eine tolle Sache. Die Vertrauenssituation ist eine ganz andere. Ja. Also wenn ich jemanden kennenlerne oder du jemanden kennenlernst und wir empfehlen uns gegenseitig Menschen, ist das immer was anderes, als wenn ich sage, klar, ich habe den online, ja, wo auch immer, ja, gesehen, ja, über eine Stichpunktsuche gefunden. Ja. Ich kenne ihn aber eigentlich gar nicht. Aber in einem analogen Netzwerk, so ist zumindest immer unsere Erfahrung, kann man total die Menschen nochmal auf einem anderen Level, wie du es gerade auch beschrieben hast, nochmal ansprechen und bekommt da vielleicht sogar nochmal andere Antworten, als man die per E-Mail, ja, oder in irgendeiner anderen Schriftform, ja, bekommen würde. Und aus vertrieblicher Sicht kann man natürlich auch immer sagen, analog oder persönlich kann der andere schlecht weglaufen. Wenn ich dir jetzt eine E-Mail schicke, steht es dir ja erstmal generell frei zu antworten. Ich mache es jetzt mal ein bisschen vertrieblich. Zu lesen. Genau, ja, aber wenn ich dich auf einer Veranstaltung anspreche und sage, guten Tag, ich bin der Felix Tönnissen und du schaust mich an und gehst direkt weiter, würden wahrscheinlich die wenigsten tun. Also von daher dient das natürlich auch immer nochmal diesen persönlichen Kontakt. Und wenn ich so darüber nachdenke, über unser eigenes Netzwerk und Leute, die ich kennengelernt habe und wo ich jetzt sagen würde, okay, das sind jetzt so ein bisschen so die Highlights oder die Sternchen in unserem persönlichen Netzwerk, die uns viel bringen oder für uns als Multiplikator dienen, dann würde ich sagen, habe ich davon bestimmt 80% irgendwo auf einer Veranstaltung oder eben auf einer persönlichen Ebene kennengelernt. Mhm. Jetzt eine Frage bleibt da noch übrig. Gerne. Nach den ganzen Sachen, die du jetzt machst, ja, was willst du denn in 3 bis 5 Jahren machen? Wo siehst du dich da? Also in 3 bis 5 Jahren hätte ich gerne 3 Veranstaltungen pro Woche, mhm, wo ich selber als Speaker bin. Und hätte gerne, super, super gerne ein Ferienhaus in Andalusien. Oder besser gesagt, ich würde gerne in Spanien wohnen. Das klingt jetzt immer so abgegriffen. Aber ich würde gerne in Spanien wohnen, hätte 3 Veranstaltungen europaweit pro Woche und würde immer zu diesen Veranstaltungen fliegen. Und ansonsten würde ich mich mit den Startups auseinandersetzen, an denen wir Beteiligungen erworben haben. Und die unterstützen und das vielleicht damit so ein bisschen verbinden, zu sagen, hey, da haben wir die coolen Jungs irgendwo, die sitzen in Rom und da haben wir die Jungs, die sitzen irgendwie in Hamburg und da haben wir die Jungs, die sitzen irgendwie, oder die Mädels, die sitzen in London. Und von daher wäre das eine tolle Sache, wenn man das noch so ein bisschen ausbauen könnte. Und ich glaube, das ist so was vielleicht auch machbar ist, wofür man halt auch selber hart arbeiten muss. Ja, und man braucht halt noch dieses Haus, ne? Das ist noch nicht da. Welche Weichen in deinem Leben sind denn nach Spanien gestellt? Warum Spanien? Ich weiß es nicht. Also ich war schon so oft als Kind immer in Spanien. Ich war für diverse Sprachkurse in Spanien und ja, ich mag das einfach total gerne und ich liebe das Essen und ich liebe das Land und ich liebe die Arbeitsart, dieses mit der Siesta, aber dann nach hinten raus lange arbeiten, was man als Selbstständiger ja kennt. Mhm. Ohne Siesta und genau, ohne Siesta. Und von daher kann ich mir das eigentlich ganz gut vorstellen. Das wäre schon toll, wenn das klappt. Mhm. Und dafür tue ich halt alles, auch mein eigenes Speaker-Business immer so ein bisschen weiter auszubauen. Und da tun sich viele große Sachen auf, aber man muss natürlich auch dafür arbeiten, weil auch da gibt es natürlich viel Konkurrenz und gute Leute. Sprichst du auch auf Englisch? Ja, ja. Also ich habe auch Veranstaltungen. Ich habe ja, wie gesagt, in den Niederlanden und in England studiert. Von daher hatte ich auch einen Teil des Studiums, war auch auf Deutsch. Aber von daher ist auch eigentlich kein Problem. Toll wäre natürlich, wenn man jetzt noch eine 2. Fremdsprache hätte, die man richtig, richtig flüssig sprechen könnte. Mit den Brocken Holländisch, die ich noch kann, kann ich in Amsterdam mal... Aber Spanisch müsste sich ja jetzt anbieten. Spanisch müsste sich anbieten, aber du weißt ja, eigentlich müsste man sich dann jetzt jeden Tag willens morgens hinsetzen, nachdem man morgens um 6 eine Stunde joggen war, müsste man dann noch von 6 bis 7 eine Stunde Fremdsprache lernen.
So wird ja jeder Unternehmercoach sagen, hervorragend. So ein schönes Bubble-Abo. Ja. Ja, genau. Aber manchmal kommt es bei mir dann auch vor, dass ich dann auf dem Balkon mit einem Nutella-Brötchen sitze und dann denke, naja, fängst du morgen wieder. Ja. Genau. Ja, ich kenne das. Meine Frau ist die Italienerin. Ich kenne die seit 6 Jahren und ich nehme mir seit 6 Jahren vor, mehr zu lernen als Ciao. Und Ciao, Bella. Ciao, Bella. Es klappt nicht. Ja, ich kann das nachvollziehen. Ja, Felix, vielen Dank. Sehr gerne. Vielen Dank für die Einblicke. Sehr gerne. Wie jedes Mal, wenn wir uns treffen, ich könnte dir stundenlang zuhören und überall nochmal nachbohren, welchen tollen Veranstaltungen dann tatsächlich bist. Aber das Einfachste ist doch eigentlich zu schauen, bei dir auf die Homepage zu gehen. Genau. Was macht der Felix so? Ja. Sich diesen tollen Masterkurs anzuschauen, wer es braucht. Alle Infos mitzunehmen. Genau. Und vielleicht einmal zu gucken, wo du als nächstes auftrittst. Was ist dein nächster Termin? Weißt du das auswendig? Ich bin jetzt schon am Donnerstag in Essen, weil ich Schirmherr der Absolventenkongresse in Deutschland bin. Also aller Studenten, die jetzt die Unis verlassen und versucht, die so ein bisschen fit zu machen, so zum Thema, wie kann ich mich genauso wie bei der Höhle der Löwen bestmöglich präsentieren in einem Vorstellungsgespräch etc. Und ist meine nächste Veranstaltung. Ja, und dann stehen jetzt im Juli und August etwaige andere Sachen, Berlin und Hamburg an, auf die ich mich schon total freue, weil ich glaube, das ist auch so das, was mir mit am meisten Spaß macht, irgendwo auf einer Bühne zu stehen. Also du kommst rum, ja. Ja. Sehr gut.